Heute mal was ganz anderes. Heute zeige ich euch Bilder von meinem oder Videos von unserem letzten Urlaub, den wir im August, September in Sardinien zugebracht haben. Ich möchte euch damit einstimmen auf das, was in 14 Tagen kommt, nämlich wir fahren wieder nach Sardinien. Freuen uns da schon riesig drauf. Das wird der zweite Teil unserer Sardinienreise werden. Denn in 14 Tagen kann man diese Insel bei weitem nicht überblicken. Uns wurde auch bereits im Vorfeld der ersten Reise gesagt, dass dort ein Suchtcharakter entsteht. Ich habe so das Gefühl, das könnte so werden, dass wir öfters dorthin fahren werden. Hier als Beispiel mal Tabulara Beach, eines der Strände im Nordosten der Insel, 16 Kilometer südlich von Olbia, ist so ein direkter Anlaufpunkt, wo man als erstes hinfahren kann und über einen Campingplatz bzw. frei stehen kann. Ja, in Sardinien ist das Badevergnügen ganz groß geschrieben. Herrliche Strände, die entlang der Küste sich überall befinden und damit auch ganz, ganz tolle Badebuchten, wo man relativ einsam ist. Ja, Italien kennzeichnet auch, Sardinien sowieso, enge Städte, enge Straßen, viel Verkehr, Menschen, die aufgeregt hin und her rennen und telefonieren und so weiter. Aber dann kommen auch solche Punkte wie hier Osala Beach Garden, wo ein ganz, ganz herrlicher Stellplatz vorhanden ist, der unmittelbar am Meer, getrennt durch eine Lagune, dort erreichbar ist. Dieser Strand hier als Beispiel ist ca. 8 Kilometer lang. Da kann man sich vorstellen, dass da das Leben sehr, sehr angenehm ist. Wir haben auch hier das erste Mal eine Unterwasserkamera eingesetzt, die uns dann auch herrliche Bilder liefert. Manuela probiert das hier gerade aus. Und so haben wir das Leben dort als sehr, sehr angenehm empfunden. Über die Drohnenaufnahmen können wir eben die Schönheit dieser Insel dann sehr gut zeigen. Und das wollen wir auch in diesem Jahr wieder so machen, dass wir mehr oder weniger ein Videotagebuch von der Reise anlegen und euch daran teilhaben lassen, wie es uns in unserem Urlaub mit dem Wohnmobil geht. Wir freuen uns da schon riesig drauf. Die Vorbereitungen beginnen jetzt und ja, wir hoffen, dass das alles so weit gut geht. Die Fähre ist gebucht, die haben wir für 280 € bekommen. Bis bald!